Also, warum ist das Thema des Konsumerismus heute wichtig? Sie wissen, dass in den 60er Jahren Dauerthema etwa der Auseinandersetzung für Fritz Haug in Berlin, das war die marxistische Linke mit ihrer Kritik an dem Konsumerismus gegen die Affirmationsstrategen, das waren die Leute um die Popartisten, die Warhol-Anhänger, in heftige Auseinandersetzungen gerieten. Ist das Thema nicht damit längst erledigt? Hat nicht schon eine Generation vorher in 20er Jahren mit Benjamin und Brecht und Ben in den ersten großen 5 Jahren der Aufbau des Rundfunks in Berlin das Thema wirklich fast zu Tode geritten? Jeder kennt die Zitatstücke, die Versatzstücke, die aus der Diskussion übrig geblieben sind. Warum dann heute noch einmal mit so einem gewissen Nachdruck, wie das hier die Stefanie Senge versucht, das Thema Konsumerismus? Es ist eigentlich eine ganz einfache Beobachtung, die die Wiedererörterung des Sachverhaltes nahelegt. Nämlich, auch heute Vormittag haben wir das wieder gehört, die vollständige Konzentration der kulturellen Sphäre, wir wollen das jetzt gar nicht unterscheiden, alles wird ja unter Kultur subsumiert, auf den Akt der kreativen Hervorbringung. Kreativität wird als eine Art von Ritterschlag für die Einstellung von Hausmeistern auf die gleiche Weise in den Zeitungen ausgewiesen wie für die Anstellung von Professoren oder im Metier. Wenn man einen Architekten beleidigen will, nennt man ihn einen kreativ außerordentlich auffälligen Menschen. Dann weiß man schon, der hat nicht viel zu bieten. Die anderen haben es nicht nötig, sich auf das Kreare im Sinne der Parallele zu der Creatio ex nihilo der christlichen Theologie einzulassen. Die verlegen sich von der Kreation auf die Invention. Inventio war das Herausarbeiten von Grundprinzipien, das Entdecken der normativen Sphäre, zum Beispiel Naturgesetze, die für die Sachverhalte sowohl des sozialen wie des natürlichen Lebens gelten. Dieser Streit Creatio gegen Inventio hat natürlich eindeutig zugunsten der Kreativisten sich entwickelt, bis hin zu der Lächerlichkeit, dass man heute sozusagen ohne den Ausweis kreativ zu sein eben nicht mal mehr Buchhalter werden kann. Es ist sehr abgewirtschaftet, obwohl, wie Sie sehen, in den Wirtschaftsnachrichten zur Lage der Unternehmen, der Börse etc. noch ununterbrochen abgehoben wird auf die unglaubliche Fähigkeit gewisser Leute, durch Kreativität neue Produktideen zu haben, damit im Markt eine größere Stellung einzunehmen, als das bisher der Fall, damit die Hoffnung zu nähren, dass wieder Menschen in Lohn und Brot kommen und so fort. Es gibt sozusagen eine hymnische Herausarbeitung dieses göttlichen Moments, sozusagen in die Welt etwas hineinzusetzen, was vorher nicht da war, als Produkt vornehmlich, als Artefakt, wie das lateinisch heißt, das also von Menschen gemachte, um es dann in irgendeiner Weise wirksam werden zu lassen. Wir wissen längst, in welcher Weise das wirksam geworden ist, nämlich als ein Vollstellen der Welt, so dass von den Autobahnen angefangen bis zu den Wohnzimmern der Privatleute eigentlich jeder Quadratmeter vollgestellt ist mit irgendeiner dieser genialen Hervorbringungen, seien sie nun von Industriellen, von Künstlern oder von Architekten geschaffen. Längst muss allen aufgefallen sein, dass es nicht mehr problematisch ist, nicht mehr Genie verlangt, etwas in die Welt zu setzen und sei es von der Dimension eines Atomkraftwerks. Mit ein paar Kröten, sagen wir mal so ab 270 Millionen aufwärts, kann jeder Vollidiot sowas in die Welt setzen. Dazu bedarf es weder Genie noch irgendeine Art von Motivation. Es wächst sozusagen aus der Legitimation heraus, wir verstünden uns als Schöpfer des In-die-Welt-Bringens ohne jede Kontrolle. Es gibt zwar hier und da ein paar Einwände, aber im Großen und Ganzen triumphiert der Kreator. Erleben wir den Kulturheros als den großen Schöpfer von Produkten, von Dingen, die in die Welt gesetzt werden, wo sie vorher nicht da waren. Und dann entwickeln sich rituale Formen der Auseinandersetzung damit. Aber vor dieser Tatsache war eigentlich doch schon klar, in den Zeiten, als man das noch hymnisch, naiv
aufnehmen konnte, dass von Zeit zu Zeit alles das, was in die Welt gebracht werden musste, gebracht worden war, auf irgendeine Weise neutralisiert werden musste. Sie kennen die große soziale Strategie des Kriegführens als einer allgemein akzeptierten Form des Vernichtens dessen, was vorher aufgebaut worden ist, gecovert oder sagen wir mal getarnt hinter bestimmten sozialpsychologischen Motivationen, Machtspielen und Ähnlichem. Aber der wahre Grund ist natürlich, dass man schon immer wusste, dem in die Welt bringen von Artefakten muss ein aus der Welt bringen entsprechen, denn sonst ist die Balance zwischen Schöpfung und Vernichtung, zwischen Hervorbringen und aus der Welt bringen nicht mehr gewährleistet und die Welt wird verstopft, wie wir das eben allenthalben erleben. Die Auffassung, dass Kriege sozusagen die natürliche Form der Rückgängigmachung dieses Schöpferwahnsinns von Großindustriellen darstellt, durch etwa Faschisten oder Fundamentalisten oder Totalitaristen, Schlag Stalin, Hitler, Mussolini etc., hat dazu geführt, dass wir uns nicht mehr auf diesen merkwürdigen Akt der triumphalen Zerstörung als dem Ausweis der Herrschaft über das, was wir selbst geschaffen haben und was uns inzwischen unterwirft, sklavisch unterwirft, unter Ausnutzung unserer Psychodynamik, also unserer Bedürfnisstrukturen etc. Jetzt aber kommt das wieder in den Blick, nicht als Krieg im eigentlichen Sinne, wie das, sagen wir mal, bis in die 80er Jahre dieses vorigen Jahrhunderts noch der Fall war, sondern im Hinblick auf eine Herausforderung an das Befähigungsmoment der Menschen, sich Gott analog als Schöpfer zu gewähren, nämlich die kulturelle Entfaltung eines beruflichen Aspekts von Zerstören. Und der Name für diesen Zerstörungsberuf haben wir eben im Begriff Konsument vorgegeben bekommen. Denn die Konsumenten sind ja diejenigen, die durch ihre Verschlingungsaktivität, durch ihre Vermüllungs- und Zerstörungsaktivität die Übermacht des in die Welt gestellten ein wenig wenigstens bisher, demnächst aber sehr viel weitergehend, neutralisieren müssen. Mit anderen Worten, heute muss das Thema Konsumerismus als sinnvolle Form des Außerweltbringens der geschaffenen Dinge angegangen werden, weil die Welt pausenlos mit den Schöpfungen der industriellen Kreateure vollgestellt wird. Mit anderen Worten, es entsteht jetzt eine weitere triumphale Auffassung des Schöpferischen in der alten Dichotomie von schöpferischem Gottvater, schöpferischem Demiurgen und seinem Pendant, nämlich dem teuflischen Zerstörer. In allen Mythologien gibt es das Gleichgewicht von Hervorbringen und Zerstören. Das ist offensichtlich etwas auch anthropologisch sinnvoll Darstellbares, das uns jetzt auch einholt, nicht erst nur durch den Zustand unserer industriellen Entwicklungsgrade. Die sind ja ziemlich hochgetrieben. Wie gesagt, jeder Hans Wurst kann innerhalb von 14 Tagen unglaubliche Hektakomben von Artefakten in die Welt setzen. Was passiert aber dann? Die Industrie versucht es zunächst mal selbst. Sie versucht es mit dem Gedanken des Recycling. Denn Recycling heißt ja nichts anderes, als die hervorgebrachten Produkte wieder in einen Prozess der Auflösung zurückzuführen auf den Ausgangspunkt Null, nämlich bloßes Material. Sie versuchte es mit einer Art von Durcharbeitung des Gedankens von Vernichtungsstrategien. Man kann sagen, unsere Müllverordnungen, die heute uns veranlassen, wenigstens drei Sorten von Müll zu trennen, sind solche übersetzten Strategien des sozial kontrollierten Zerstörens. Und immerhin beweist sich ja unsere soziale Kompetenz als Bürger darin, dass wir auch getreulich und mit gutem Gewissen oder sagen wir gewissenhaft, diese Art von Beihilfe zur Befreiung der Welt aus dem Überdruck des Geschaffenen nachkommen. Aber das ist nicht genug. Es wird immer noch nicht gesehen und das soll mit diesen Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Konsumerismus klargemacht werden, dass immer und prinzipiell
dem in die Welt bringen, das aus der Welt bringen entsprechen muss. Das heißt, dass auf der gleichen Ebene Produktion und Rezeption oder Produktion und Konsumtion anzusehen sind. Das bedeutet aber, dass die Konsumisten ähnlich leistungsfähig sein müssen wie die Produzenten. Das bedeutet, dass Konsumieren eine Profession sein muss. Das heißt, es gibt genauso die Rolle des produzierenden Hervorbringers wie eben die Rolle des professionellen Konsumenten, also Auflöser, Zerstörer, Zermalmer oder eben Vermüller. Denn das Kernproblem aller konsumeristischen Aktivitäten, der Neutralisierung des Geschaffenen, ist das Vermüllen. Mit anderen Worten, wir müssen zu professionellen Müllmännern werden. Konsum in professionalisierter Macht heißt, auf sinnvolle Weise Vermüllung zu betreiben. Nun wissen Sie aber alle, dass die Vermüllungswissenschaft, nämlich Archäologie, eine Grundentfaltung unseres wissenschaftlich-historischen Denkens schlechthin ist, die nämlich es fertiggebracht hat, aus der neutralisierten Gestalt als bloßem überbleibenden Fragment von irgendetwas mal in der Welt als Artefakt, als Tasse oder Teller oder Skulptur oder wie immer vorhanden, dass man aus dieser neutralisierten Form des Gestaltlosen, das heißt ja Müll, des chaotisch gewordenen, weil nämlich gleichförmig gewordenen, zurückgeschlossen werden kann, auf ungeheure Weise, methodisch extrem anspruchsvoll, nämlich zurückgeschlossen werden kann auf das Leben der Menschen, die diese Art von schöpferischer Vermüllung zu Wege gebracht haben. Schöpferisch deswegen, weil die historischen Vorformen unserer Gemeinschaften der letzten 7000 Jahre, das ist die historische Periode, es gibt natürlich auch vorgeschichtliche, natürlich nur noch in Gestalt des Mülls überlebt haben. Alle historischen Kulturen haben nur durch die Tatsache überlebt, dass von ihnen Müllfragmente übrig blieben. Eine antike Skulptur wurde von den Barbaren zerschlagen. Wenn sie zerschlagen war, war sie nichts mehr wert, also blieb sie liegen und blieb verschont vor der weiteren Verarbeitung als Müll in Wänden oder Mauerwerk. Das Zerstören war die einzige Chance des Überlebens. Alles, was historisch übermittelt ist, ist Fragment eines ehemals gegebenen Ganzen als Artefakt, das heißt also als geschaffene Lebenswelt der Menschen, auf die sich das bezieht. Ihr Überleben sicherten sie nur in dieser Art von Zerstörungssystematik, Vermüllungssystematik. Sie wissen, wie die Archäologen das begründen. Bei Hempels unterm Sofa, ja? Also werfen Sie ja nichts weg, sondern alles, was aus dem konsumeristischen, schöpferischen Akt der Vermüllung hervorgeht, muss irgendwo in Ihrer Nähe abgelagert werden. Unterm Sofa ist nicht genügend Platz. Deswegen muss man Lagerstätten, so wie man Fabrikstätten hat, Lagerstätten für das Resultat der schöpferischen Zerstörung, so heißt dieser Term seit 1942, Schumpeter hat ihn als Wirtschaftswissenschaftler geschaffen, schöpferische Zerstörung, geschaffen werden, das sind Müllhalden. Es sind Kathedralen, die dem Aufhebenden aus der Welt bringen, also dem Demiurgen der schöpferischen Zerstörung geweiht sind, so wie die Kathedralen, die gotischen Kathedralen in der Stadt, dem Gott als Schöpfer der Welt oder den Göttern etc. geweiht sind. Und man sieht inzwischen, dass die Problematik, die großen Tempel der schöpferischen Zerstörung, etwa Endlagerungsstätten zu schaffen, mindestens eine so große architektonische Herausforderung darstellt, wie die Fähigkeit, heute etwa in Cape Canaveral die Kathedralen der menschlichen, ingeniösen Weltschöpfungskraft zu sehen. Diese Parallele zwischen Kathedrale für die Schöpfung und Kathedrale für die schöpferische Zerstörung, für das in die Welt bringen und aus der Welt bringen, ist das, was uns eigentlich an der Parallele zwischen Produktion und Konsumtion wirklich interessiert. Das heißt, auf beiden Seiten herrschen Logiken, Mechaniken oder Verwaltungsformen oder was immer Sie wissen, also gewisse Methoden und Fähigkeiten. Und das Ziel solcher Arten von Beschäftigung ist, das Gleichgewicht zwischen der Produktsphäre und der Rezeptionssphäre, zwischen den Produzenten und Konsumenten herzustellen, indem man, und das mache ich nun seit 40 Jahren, die Konsumenten, die Patienten, die Wähler professionalisiert. Sie müssen auf die gleiche Weise professionell arbeiten lernen, wie es die Fabrikherren, wie es die Ingenieure und die großen Schöpfer der Artefakte sind. Professionalisierung der Konsumenten, der Patienten und der Wähler. Ohne Profi-Wähler als Bürger
funktioniert eine Demokratie heute nicht mehr. Ohne Profi-Patienten kann eine Klinik gleich einpacken. Sie wissen ja, dass das rechtlich schon vorgeschrieben ist. Wenn Sie in die Klinik reinkommen, unterschreiben Sie als professionalisierter Patient: Hiermit übernehme ich rechtlich verbindlich die Konsequenzen der Bearbeitung meines Körpers durch Fachleute. Sie sind ein absoluter Laie, übernehmen aber die Verantwortung. Das heißt umgekehrt, als Konsument übernehmen Sie heute rechtsverbindlich die Konsequenzen der Vollstellung der Welt mit diesen kreativen Großleistungen, die Sie alle ja auch gerne ansehen oder die wir alle gerne ansehen, ohne zu wissen, was man dagegen für eine Strategie entwickeln muss. Das ist die alte Strategie der Vermüllung. Es gibt seit den 60er Jahren eine wunderbare Theorie von Michael Thompson, der die Mülltheorie als eine der wichtigsten, sagen wir, Bestimmungen des merkwürdigen Phänomens darstellt, dass etwa um 1900 bis 1914 jugendstilig gestaltetes Artefaktzeug einen hohen Stellenwert hatte in vielen Hinsichten, also nicht nur kommerziell, sondern auch im Hinblick auf die Geltung, Durchsetzung von Normen, die Durchsetzung von Lebensambiente in der Einheit eines Stils und so fort. Dann wurde der Jugendstil weitgehend vergessen. In den 50er Jahren konnten sie hochrangigste Jugendstilgestaltung auf dem Müll, auf den Straßen aufsammeln. Das heißt, dieses Beispiel, wir alle, pars pro toto, nach der hohen Entfaltung eines bestimmten Behauptungsanspruchs durch das Produzieren von Dingen in einer bestimmten Gestalt und Ordnung, durchlaufen sie eine Neutralisierung. Sie werden vergessen, das, was bisher noch als ganz hervorragend galt, als einzigartig und neuartig und bisher noch nie dagewesen, wird vollständig neutralisiert im Prozess des Entwertens, meistens sogar als eines nicht mehr sehr sorgsamen Umgangs mit den Dingen. Man geht mit ihnen so um, dass sie durchstoßen und brechen ihre Gestalt weitgehend einbüßen. Man legt den Dingen schon nahe: Warte, warte, gleich kommt die Gegenkraft, gleich wird die teuflische Dimension ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft, dir gegenüber entwickelt werden. Sie kennen sich da ja bestens aus. Professionelle Konsumenten, das können Sie jetzt mal eben überlegen, sind es diejenigen, die stets das Gute wollen und doch das Böse schaffen, oder die stets das Gute wollen und doch das Böse schaffen? Bei der Bürokratie ist es ganz eindeutig, da wird stets das Beste gewollt und das Ende ist in eine bösartige Unterwerfung jeder Lebensregung unter Normativitäten, die niemand mehr durchschaut. Bestes Beispiel etwa heute: Sie unterschreiben bei Abgabe Ihrer Steuererklärung, dass Sie in vollem Bewusstsein der geltenden Steuerrechte diese Erklärung abgeben und für den Fall, dass Sie das nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen machen, straffällig werden, und zwar ganz rabiat. Gleichzeitig wird Ihnen klargemacht, dass es niemand auf der Welt gibt, der die Steuergesetze überhaupt alle kennt, selbst ein Profi-Steuerberater nicht mehr. Das heißt, die Möglichkeit, das, was von Ihnen gefordert wird, überhaupt noch zu erfüllen, nämlich dem Rechte gemäß zu handeln, ist Ihnen genommen und Sie werden trotzdem bestraft. Das gilt für alle Bereiche inzwischen, für Patienten, für Wähler, für Konsumenten. Sie müssen sich also klar machen, was eigentlich auf Sie zukommt, wenn Sie jetzt die Rolle des Gegenparts der großmächtigen, schöpferischen Persönlichkeiten aus allen Disziplinen der Industrie und der Kleinkunst übernehmen wollen. Sie wissen alle, dass es zum Beispiel heute kein Kunststück mehr ist, die ganze Bude mit Büchern vollzustellen, und zwar unter Aufwendung geringer Mittel. Aber sich zu entscheiden, Bücher aus der Wohnung wieder rauszuräumen, ist eine unglaubliche, das Gewissen belastende, tagelange, ernsthafte, Qualen erzeugende Auseinandersetzung. Eigentlich weiß jeder, wo Bücher rausgeschmissen werden, werden Menschen rausgeschmissen, wo Bücher verbrennen, verbrennen Menschen. Und es ist eigentlich nicht möglich, außer in einer Art von Somnambula, Selbstvergessenheit unter Zuhilfenahme von reichlich Rotwein, sich überhaupt noch auf so etwas zu verstehen. Ich habe in den 60er Jahren über die FAZ eine Kampagne gemacht, in der ich mich Bürgern andiente,
diese ihre Skrupel zu überwinden, indem ich mit einer Gymnastik gegen das Habenwollen, das hieß die Wegwerfbewegung, in die Wohnung trat, um dann mit denen zu üben. Und Sonnabend sollen wir hier um 2 Uhr an der Oper das nochmal wiederholen. Eine kleine Anweisung zum Training dieser Gymnastik gegen das Habenwollen. Es ist ungeheuer schwer. Das heißt, Sie sehen daraus, wie lange Sie noch sich entwickeln, ausbilden müssen, bevor Sie überhaupt ein professioneller Konsument werden können. Es hat eine unglaubliche Dimension, wenn Sie sich überlegen, was am Ende dieser gesamten Auseinandersetzung über das Verhältnis von in die Welt bringen und aus der Welt bringen, von Schöpfer hervorbringen und Schöpfer und Zerstörung stehen wird. Nämlich, und das ist jetzt der Clou der ganzen Geschichte, die absolute Verpflichtung jedes Mitglieds einer hochentfalteten industriellen Gesellschaft mit Produktion von radioaktiven Substanzen auf Ewigkeit. Mit anderen Worten, das Resultat dieser konsumeristischen Zerstörungsfähigkeit mit Methode und Sinnhaftigkeit ist die Erzeugung von Ewigkeitsanspruch. Und zwar so, wie es keine andere Kultur bisher auf Erden gekannt hat. Bei den schöpferischen Kulturen, also die das in die Welt kommen, sozusagen als Gründungsmythos ausbilden für ihre Gesellschaften, Juden, Chinesen, glauben wir es mal, in hohem Maße Naturvölker, wie uns von den Anthropologen berichtet wird. Es mag ja so sein. Was haben die schon Großartiges zu berichten? Ihre gesamte Erzählung umfasst bestenfalls 3000 Jahre. Ja, mehr ist nicht drin. Die Chinesen, seien wir ganz gnädig, von 1000 vor bis jetzt 3000 Jahre. Die Juden eigentlich weniger, denn erst Josias hat das ganze Werk ja 639 bis 620 geschaffen. Aber sagen wir ruhig von Abrahams Zeiten, das wäre ungefähr 1800 vor Christus. Gut, dann haben sie eben noch 4000 Jahre auf dem Puckel. Geben wir ihnen zu. Ägyptische Dynastien 1 bis 18, alle zusammen ebenfalls 4000 Jahre. Was sind diese läppischen 4000 Jahre der Begründung des Schöpfermythoses? Eine ungeheuren Anstrengung der Götter, die Welt zu kreieren und das, was sie ausmacht, zu entwickeln, angesichts der Evolutionszeiten, die etwa ein Darwinist heute spielend verwalten kann. 14 Milliarden Jahre seit dem Urknall, das ist schon eine andere Dimension von Ewigkeit. Da ist ja wohl zu sagen, wir müssten unsere Auffassung von der Großartigkeit des menschlichen Weltenschöpfens relativieren angesichts der Zeitdimensionen in der Evolution. Aber noch viel wichtiger, wenn wir es schon bei den menschlichen kulturellen Arbeiten lassen wollen, ist, dass wir es auf der Seite der Vermüllung als schöpferische Hervorbringung, also des Müllkults, das heißt der Archäologie, des Müllkults als Archäologie der Zukunft, wenigstens mit 15.000 Jahren Halbwertszeit zu tun haben. Denn alle, die sich heute systematisch um die Konsequenzen der schöpferischen Zerstörung kümmern, müssen mit Minimum 15.000 Jahren Halbwertszeit für die Endlagerstätten rechnen und das heißt für die entsprechende rituelle Aufarbeitung des Zugangs der Menschen, die Kontrolle des Verständnisses dessen, was da eigentlich mitgeteilt wird. Ich bin schon seit Ende der 80er Jahre in einer amerikanischen Kommission, die überlegt, sich verzweifelt, wie man Menschen in 300, in 3000 und in 30.000 Jahren klar machen kann, was wir da hinterlegt haben. Was das da ist, was da gelagert wurde und in welcher Weise es verlangt, als die schöpferische Zerstörung schlechthin, und das ist die Radioaktivität, auch kosmisch gesehen, im Hinblick auf die Pflege durch die Menschen. Das heißt, die Müllkulte sind um ein Vielfaches anspruchsvoller als alle Schöpfungsmythologien, die es bisher gab, alle historischen Erzählungen, alle Kosmologien, die es bisher gab, im Sinne der Abbildung auf die menschliche Gesellschaft. Da steht die Dimension des Konsumerismus. Konsumieren heißt heute, sein gesamtes Handeln als produktive Befreiung der Welt von dem Wahnsinn der Schöpfertätigkeiten auf diese Dimension, nämlich die Dauer der Vermüllung, die Dauer des Abfalls, die unvermeidliche Konfrontation mit den Spuren
des Geschaffenen als Müll zu bewältigen. Mit anderen Worten, es tritt jetzt kulturgeschichtlich etwas ein, was es vorher nie gegeben hat, dass die teuflischen Dimensionen des Zerstörens die Repräsentation der Dauer, der Ewigkeit erzwingen, weil sie die Bannung der Gefahr, etwa in radioaktiven Müll, so gewaltig herausstellen. Das können wir auch erproben, da brauchen wir nur einmal nach Tschernobyl zu gucken und wissen, womit wir es zu tun haben, dass das eine kultische Verehrung, einen Ritus und eben Kathedralen der Verehrung für diese Götter der Zerstörung verlangt, wie sie die kulturellen Erzählungen über das Schaffen der Welt in menschlichen Artefakten noch niemals zustande gebracht haben und auch gar nicht nötig hatten. Die Welt war leer, man konnte alles reinstellen. Kilometerweit gab es nicht ein einziges Artefakt, hunderte Kilometer weit, tausende Kilometer weit, nicht ein einziges Artefakt. Inzwischen gibt es weltweit ja kaum noch einen Quadratmeter, der nicht von irgendwelchen Artefakten vollgestellt ist. Und wenn nicht ein Objekt steht, dann ist es doch kartografisch erfasst oder fotografisch optisch repräsentiert oder durch Besitzstandsurkunden verwaltet. Mit anderen Worten, es gibt nicht einen Quadratzentimeter Welt, der nicht auf diese Weise einer Bestimmung unter das Diktat des Urhebers als Besitzers im Sinne der Wagnerschen Riesen vermarktet wird. Sie sehen, dass die beiden Herrschaften, die untereinander in Konflikt geraten, der Übrigbleibende hat seine große Wonne in dem, was wir auch am liebsten heute täten. Man liegt da und genießt seinen Besitz. Ne? Das ist die große Maxime. Bis dann die Kräfte, und darum geht es ja in Nibelungen, die Dynamik der Geschichte antreiben, auch diese gewaltigen Kapitalisten der unvorstellenden Vermögen, also der Potenzialität des Schaffens, dazu zwingen, sich endgültig auf die Seite der kultischen Zerstörung zu werfen. Das ist die eigentliche Vorgabe für diese Art von neuer Thematisierung von Konsumismus, von Vorstellungen, die wir nicht mehr mit den herkömmlichen Ideologiekritiken abhalftern können. Was das uns abverlangt, ist gestern als theologische Sensation vom Vatikan, von dem deutschen Papst Benedikt XVI. Verkündet worden. Er hat ja festgestellt, dass es nunmehr die Vorhölle, also unser Kaufhaus, unser Konsumtempel etc. nicht mehr gibt. Ab gestern ist die Vorhölle theologisch aufgelöst. Auch nicht getaufte Menschen, klein oder groß, auch Tiere, alles animistisch, also beseeltes, lebendiges, hat jetzt die Chance auf Erlösung. Die Vorhölle existiert nicht mehr. Mit anderen Worten, die Konsumisten, die immer glaubten, ja, wir bewegen uns natürlich im Zwischenreich, in dem Vorhof, in den Vorzimmern, in Dimensionen, die eigentlich das berühmte Wort der Vorsehung hervorgebracht haben. Wir beschäftigen uns eigentlich noch mit Vorspeisen, theologisch heißt das Vorhaut. Die haben jetzt keine Möglichkeit mehr zu sagen, was wir da tun. Aneignend, raffend, dann verschlingend und verwandelt durch das Einführen in das eine Ende des Schlauches und das Ausscheiden aus der anderen Öffnung des Schlauches, also dem großen Metabolismus. Das ist nur der Zwischenstand. Das Eigentliche ist das, woher wir kommen, dem Wege zu dem, wohin wir gehen. Das Leben selbst in dieser Dimension ist nur die Vorhölle, nur der Zwischenbereich zwischen dem ewigen Vor und dem ewigen Daher. Das ist jetzt aufgelöst worden. Mit anderen Worten, der Papst hat uns jetzt alle als Konsumisten und generierende Produzenten in die Hölle versetzt. Wir halten uns nicht mehr vorläufig mal auf Widerruf auf. Sie wissen, Orpheus, Christus, Dante, wen Sie nehmen wollen, alle haben ihre große zivilisatorische, heroische Tat damit begründet, dass sie schon unten waren und zurückgekommen sind und den Menschen das erzählen. Jetzt kommt niemand mehr zurück. Jetzt ist es endgültig. Das heißt mit anderen Worten, die Rolle, die ihnen aufgenötigt wird, als Profikonsumenten, es aufzunehmen mit der ungeheuren Dynamik des Kapitals, die Welt mit Produkten vollzustellen,
verlangt ihnen jetzt eine gewisse Art von, Bereitschaft ab, genauso radikal ihr Leben aufs Spiel zu setzen, wie das die Produzenten mit Flops, Produktflops oder was immer, riskieren. Es hat eine amerikanische Studie vor 5 Monaten herausgefunden, dass die ungeheure Zunahme der Fettleibigkeit in den europäischen, inzwischen sogar asiatischen Gesellschaften, sogar in China und Japan, und das kann nicht mehr ein genetisches Problem sein, daher rührt, dass die Konsumenten sozusagen demonstrativ in dieser unkontrollierten Aneignung der Welt durch Fressen, durch Verschlingen, eine Art von Signal geben wollten, ihrer moralischen Gerechtfertigkeit. Sie haben ihre Pflicht zum Konsum übernommen. Sie haben sich angestrengt, endlich alles das wieder wegzufuttern, was die Produzenten da an Knuspersachen in die Regale stellen. Eine ungeheure soziale Ethik der Vernichtung. Ich fühle mich verpflichtet, täglich 10 Kilo zu fressen, weil ja so viel produziert wird. Wo soll das schließlich hinkommen, wenn wir es nicht machen und die Schweine es nicht fertig kriegen und die Kühe und was da sonst noch frisst? Es hat inzwischen so etwas wie eine Art von Umorientierung auf die Vorgabe des Lebens selber stattgefunden. Sie wissen, bisher galt beispielsweise unter Metaphysikern der Spruch, wir lebten auf den Tod hin. Leben zum Tode ist von Heidegger geprägt als die große Formel der Bestimmung unseres Lebens. Vorlauf zum Tode. Jetzt gibt es keinen Vor mehr. Vorhölle, Vorlauf, Vorhaut, Vorlieben, Vorsehung, alles ist weg. Es ist alles gleich mittendrin und aufs Ende zu. Wir sind inzwischen nicht mehr nur auf den Vorlauf zum Tode, also etwas, was irgendwann mal eintritt, sondern wir sind von vornherein immer schon mittendrin. Und das nennt man Metabolismus. Also heißt die neue Maxime, Leben zum Verdauen. Leben ist nichts anderes als die Einklingung in den großen Metabolismus. Metabolismus ist die große Energiemaschine, die sich umwälzt im Wandel der Substanzen unter Wahrung des Energieerhaltungssatzes und anderer physikalischer Grundprinzipien, die Sie ja alle aus den Schulzeiten noch kennen. Mit anderen Worten, es wird Ihnen zugemutet, Leben zur Verdauung, jetzt nicht nur im Sinne der physischen Vermüllung des produzierten zu sehen, sondern eben auch im Hinblick auf das, was ihre Welt ausmacht. Ihre Wohnung, ihre Möbel, ihre Kleidung, ihre sozialen Beziehungen. Stellen Sie sich mal vor, was das bedeutet, wenn man sich klar machen muss, unsere Bindungen an andere werden von vornherein unter der Voraussetzung entwickelt, dass man sie auflöst. Wer heute sich verheiratet, tut das im vollen Bewusstsein, dass das ja immer bei der Scheidung enden muss. Denn die Bedingung des Heiratens ist die Möglichkeit des Scheidens. Sonst würde kein Mensch mich heute noch mal heiraten, das ist ja wohl klar. Es hat eine unglaubliche Bedeutung, wenn Sie sich vorstellen, dass der große Metabolismus, also das, was sozusagen die sozialen, die psychologischen Umweltbewegungen antreibt, auf das volle Bewusstsein der Kraft der Zerstörung ausgerichtet werden muss. Und wenn Sie jetzt nicht mehr sagen können, der böse Stalin, der böse Hitler, der böse Mao, der böse Pol Pot, das waren die großen zerstörerischen Kräfte, sondern es sind die Millionen und Abermillionen inzwischen ja unter Einschluss von China und Indien als großen konsumeristischen Gemeinschaften, mindestens 4,5 Milliarden Menschen, die diesen Akt betreiben. Also unter dieser Voraussetzung die sozialethische, vielleicht auch sondern die psychodynamische Bewusstmachung dieses Prozesses unabdingbar geworden ist. Das heißt, die Professionalisierung der Konsumenten ist unvermeidbar. Sie kriegen Hilfestellungen, sie können in Kapital, sie können in D-Mark, sie können in Test und anderen Zeitschriften nachlesen, wie man sich an dieses Vermögen heranrobbt, auf welche Weise man zum Beispiel die ungeheuren Kalorien in Lebensmittel oder die Farbstoffe aus Kleidungen oder die mittransportierten Nebenwirkungen in Medikamenten vom Halse hält oder wenigstens versuchen kann, vom Halse zu halten, aber sie sind unrettbar in dem Bewusstsein eingewickelt, dass alles,
Und das ist die größte bisherige, seit Drakons Zeiten, seit 620 vor Christus, seit Drakon und dann Solon in Athen, die großen Gesetzgeberakten, Ferdinand, die größte Zeit, nämlich für Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie die Beipackzettel oder fragen Sie einen Arzt und Apotheker. Es steht nämlich fest, dass alles, was in die Welt kommt, in einer bestimmten Weise zum Gebrauch angewendet wird, zum Beispiel zur Heilung, unabweisbar, wenn es wirksam ist, auch nicht gewollte Nebenwirkungen hat, die meistens die Hauptwirkungen sind. Das gilt für den Möbelkauf, das gilt für die Medizin, das gilt für den Kleiderkauf, das gilt für das Eingehen von sozialen Bindungen. Wo Sie es sehen, alles, was Sie tun, steht jetzt unter der Vorgabe, dass die Kraft, die da eigentlich wirkt, eben die ist, die Sie nicht mehr beherrschen. Das ist eine alte sozialpolitische Tatsache, dass Menschen, die das Gefühl der Ohnmacht angesichts einer Kraft haben, die sie ständig mit Anforderungen, zum Beispiel mit weltschöpferischen Akten, bedroht, nur noch mit Aggression und Wahnsinnshandlungen reagieren können. Und es anzunehmen, dass das im konsumeristischen Bereich auch der Fall sein wird. Wir haben schon seit langem den Kaufhäusern vorgeschlagen, das machen wir am Samstag dann noch mal kurz vor, für ihre Einkäufer eine große Abteilung zu bauen, in der sie das, was sie gerade gekauft haben, wegschmeißen können. Also nicht erst den ganzen Transport mit absolvieren und die Energiekosten für das Nachhause schleppen und so fort, sondern gleich den eigentlichen Sinn der käuflichen Aneignung der Welt in der metabolischen Zerstörung, damit der Kreislauf geschlossen wird, an Ort und Stelle vorführen können. Viele Leute machen das heute sogar mit ihrer Wohnung. Unsere einladende Steffi Senge ist ein großer Fan von Messi. Messis sind Menschen, die das, was sie in ihrem unmittelbaren Lebensraum nutzen, um es in einer bestimmten Hinsicht so oder so produktiv anzuwenden, sofort in den Zustand der Vermüllung überführen. Die ganze Wohnung ist eine einzige Müllhalde, ein einziger Trümmerhaufen. Aber in der bewussten Ausrichtung darauf, das ist ja die Bestimmung der Dinge, auf diese Weise unterzugehen. Es gibt eine wunderbare Kampagne für Müllmänner in Berlin, We Care, wobei das amerikanische Care, also Sorge haben, wahrnehmen, mit dem Kehren der Müllmänner verbunden ist. Aber eins ist allen längst klar, wenn die Regierungspräsidenten streiken, wenn die Ministerpräsidenten Gaga werden, kümmert keinen Menschen, nicht die geringste Auswirkung, man langweilt sich höchstens bei Veranstaltungen, bei denen sie reden. Aber wenn die Müllmänner streiken, dann geht jede Sozietät innerhalb von 5 Wochen zugrunde. Unvermeidlich. Mit anderen Worten, es gibt eine Umkehrung in der Hierarchie des bedeutenden Handelns in Communities. Den ersten Rang stellen natürlich die Leute dar, die als neue Priester des großen Ewigkeitskult Entlagung Müll mit neuen Kostümen, Ganzkörper gefasst, mit rituellen langsamen Bewegungen in den Atomkraftwerken ihre zeremoniellen Tänze aufführen. Und dann gibt es natürlich alle diejenigen, die dafür sorgen, dass der Müll sinnvoll verbuddelt werden kann und so fort. Mit anderen Worten, sämtliche entscheidenden Positionen in den modernen Industriegesellschaften sind von Archäologen der Zukunft, also von Kultangestellten der großen Ewigkeit des ewigen Mülls besetzt. Wir müssen nur mal kapieren, was es bedeutet, wenn unsere Kulturregion nicht mehr Künstler als große schöpferische Vorbringer irgendwelche Attraktionen für das visuelle Wahrnehmungsfeld darstellen, sondern die großen Zerstörer. Seit Duchamp ist das in der Kunsttheorie gang und gäbe. Ein Diderot hat seine gesamte Strategie darauf ausgerichtet, uns Zeitgenossen, die wir mit ihm umgehen, auf Aporien zu verweisen, nämlich, wenn sein Werk zeigen will, dass das an ihm Bewahrnehmbare, dieser metabolische Prozess der Verwandlung von etwas, sagen wir Schokolade, in Verdauungsreste von Maden, wenn das der Sinn der ganzen Veranstaltung ist, dann muss ja dieser Verfallsprozess auch erhalten bleiben, solange das Kunstwerk erhalten bleiben soll. Ja, das kann sich aber kein Besitzer eines Kunstwerks leisten, denn es wird ja gnadenlos vermüllt. Er kann nicht zugeben, dass ein Kunstfonds Diderot verschwindet durch die Logik seiner eigenen Produktion. Also hat Diderot große, fantastische Geister aus der Archäologie mit der Restauration zum Wahnsinn getrieben.
in Düsseldorf gibt es so eine Schule, in die man sie zwang, sein Werk so zu restaurieren, dass der Vermüllungsprozess auf Dauer gestellt wird. Na, das ist schon von höchster Delikatesse. Wenn ein Josef Beuys den Müll aus dem Walde zusammenkehrt, wenn da ein bisschen Fett und ein bisschen Abfall an die Wand geklackst wird, hat das natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn er sich nochmal hingestellt hätte, um ein Idealbild irgendeiner Phantasmagorie mit delikaten Farben an die Wand zu bringen. Die ganze Geschichte nach Duchamp in der Kunst ist ja nichts anderes als die Möglichkeit, in ein Geschaffenes sofort den Selbstwiderruf der Aufhebung einzubauen. In anderen Worten, die ganze Logik des Schaffens ist die Selbstaufhebung eben genau dieses Aktes. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Wie gesagt, Duchamp hat es sogar systematisch schon 1915, 16 zu Papier gebracht und bis 1953 zigmal wiederholt. Und viele sind ihm darin gefolgt. Es gibt eine ganze Reihe anderer Beispiele, die zum Beispiel im wissenschaftlichen Arbeiten, die berühmte Falsifikationsmethode, diese Vorgabe für dringlich halten. Das heißt, man arbeitet im Hinblick auf eine Aussage als Hypothese, die ihre Bedeutung daran hat, widerlegt und aus der Welt gebracht zu werden. Das heißt, ein Wissenschaftler ist in dem Maße wichtig, wie es ermöglicht, dass die Welt mit diesen vollgestellten Aussagen über irgendetwas befreit wird, indem man die Aussagen falsifiziert. Es ist nichts anderes als ein Äquivalent zu dem pausenlosen Produzieren von Behauptungen durch das Falsifizieren der Behauptung, eben durch das Ausscheiden dieser Behauptungen. Das Sein zur Verdauung, das heißt die große Dimension, die nicht nur erst, sagen wir mal, durch Einstein, Planck und Kaliber dieser Art in die westliche Diskussion eingebracht worden sind, nämlich dem berühmten Satz on the long run, also auf die lange Zeit hin, sind wir alle nichts anderes als Müll im Kosmos, sondern auch in theologischer Hinsicht schon seit mindestens dem dritten nachchristlichen Jahrhundert in die Welt gebracht wurden, und zwar als eigentliche produktive Form des Daseins. Was sich daraus ergeben wird, ist außer der Sichtbarkeit der Endlagerungsproblematik, also dem Aufbau von neuen Ewigkeitskulten, in der Verehrung des absolut Zerstörerischen, und wenn es nicht verehrt wird, geht jeder, der sich dem Kult nicht anschließt, dabei drauf, ist außer in dieser Perspektive nirgends zu sehen. Das dürfte darauf hinführen oder hinweisen, dass es tatsächlich nur diese Perspektive gibt. Mit anderen Worten, die ganze Euphorie des menschlichen Schöpfervermögens in der Entfaltung der Welt auf allen Ebenen von der Kunst bis zur Technologie ist im Kern darauf ausgerichtet, die Erzwingung einer kultischen Orientierung auf das Ewige zu sein, für das bisher den Menschen Götter, Gott bei Monotheisten oder die Natur gestanden hat. Jetzt stellt sich dann heraus, dass die große Orientierung auf die Ewigkeit, auf die absolute, alle menschlichen Vorstellungsmaße, alle kulturelle Planung überschreitende Ewigkeit, die garantierte Ewigkeit, an der niemand etwas ändern kann, eben die Fürsorge, die kultische Fürsorge für den großen Dämon des Mülls darstellt, eben in den atomaren Endlagerungsstätten. Das bedeutet etwas Ungeheures, wenn bisher der Schöpfer verehrt wurde im Hinblick auf die Garantie, das ist ewig, das wird sich immer zyklisch wiederholen, das ist die Begründung aller unserer Vorstellungen von dem, was das Leben ausmacht, dann werden wir es jetzt umstellen müssen
auf die archäologische Dimension der Ewigkeit, nämlich die des Mülls und der entsprechenden Fähigkeiten, und das heißt Professionalisierung der Konsumenten, diese Vermüllung strategisch vorzunehmen. Das Mülltrennen, das Ihnen jetzt aufgegeben ist, ist nur eine ganz kleine vorläufige Einübung, eine winzige kleine Vorlaufübung. In Wahrheit geht das längst sehr viel weiter. Sie wissen, dass Sie zum Beispiel heute bei ungefähr 2/3 der gesamten westlichen Bevölkerung ein Bewusstsein für den Metabolismus, Stoffwechsel von Einführen und Abführen haben und dass Sie die Objekte, die Sie verschlingen, schon im Hinblick auf die Verdaubarkeit, und zwar möglichst ohne ungute Nebenwirkungen hin, gewählt werden. Es gibt also deutliche Anzeichen, dass man versuchen will, aus dieser Bestimmung Leben zum Metabolismus herauszukommen. Aber das ist ein Irrtum. Sie können so viel gesunden Salat essen, wie Sie wollen. Am Ende landen Sie doch da, wo alle christliche Demut in Gestalt dieses Zeichen Sie schon hinhaben wollte. Sie sehen, das ist ein Intentionalzeichen. Es gibt eine Richtung an. Und wenn der christlich gesonnene Mann es am Halse hat, dann sagt er, das zeigt nicht, wie die Feministen glauben, zum Zentrum der Virilität, nämlich den Hoden. Nein, es zeigt zum Boden, nämlich dahin, wo wir alle kommen. Boden heißt christlich nichts anderes als die Müllhalde, als den Staub, in der das chaotisch Zerfallende und gestaltlos Gewordene zurückführt. Wir hatten eigentlich als Christen schon eine gute Voraussetzung, die Huldigung an den Müll, das sind wir ja selber. 20, 30, 40, 50, aber bestimmt 60 Jahre nach diesem Augenblick können Sie alle verifizieren, dass Sie nur Lebende auf Widerruf sind, dass Sie eigentlich jetzt schon als Müllsäcke, hat Luther gesagt, rumlaufen. Er nennt das Madensäcke. Was Sie sind, ist ein Madensack. Den ganzen Inhalt können Sie für 18,70 Mark in der Drogerie kaufen, mehr ist nicht dran. Sie haben es also eigentlich immer schon gewusst. Es geht ja dann tatsächlich um den großen Metabolismus, also die Beförderung dieser Art von Verwandlung in zurück in den Staub, ins Chaotische, Undifferenzierte. Und dazu parallel aufgebaut, dann eben um ein zweites Reich, eben das Reich des Geistes. Und da stehen natürlich dann ungeheure Dimensionen drauf. Stellen Sie sich mal vor, in jeder Gemeinde der westlichen Welt steht neben der Marienkirche, neben der Moschee und neben der Synagoge eine Kathedrale für den Müll. Die Stiftung der Dauer, das heißt die Züchtigung der Menschen im Hinblick auf diese ihnen abgeforderte kultische Verehrung oder Orientierung auf die Ewigkeit, wird von der Kathedrale des Mülls ausgehen und nicht von der Synagoge und nicht von der Moschee und nicht von der gotischen Kathedrale der Marienkirche. Was für ein ungeheurer Gewinn wäre das, wenn wir endlich nicht den Müll in der Wüste verbuddeln würden, sondern ihn mitten hinein in die lebende Gemeinschaft stellen. Denn unsere Ewigkeit wird nur noch durch den strahlenden Müll garantiert, nicht durch das beliebige Annehmen des schöpferischen Tues von Göttern, Göttern, Gotten, Natur oder was immer. Das Bewusstsein für die Unterwerfung unter diese Ewigkeit würde schlagartig steigen. Und dann würde die Bereitschaft zur Verpflichtung auf Dauer, zur Verpflichtung auf Verbindlichkeit sichtlich steigern sehen. Wer die Verbindlichkeit nicht einhält, geht zugrunde angesichts dieser zerstörerischen Wirkung des strahlenden Mülls oder eben der Medizin oder eben der Überfressenheit oder der vollgestopften Wohnung. Ob er dann physisch oder psychisch zugrunde geht, in den Psychiatrien sitzen ja reihenweise die Leute, die auf der psychologischen Ebene diesen Metabolismus, diese Unterwerfung unter das Vergehen als Garantie der Dauer nicht abarbeiten, nicht akzeptieren konnten. Einen schönen Abend wollte ich sagen, aber noch vorher darauf hinweisen, dass Sie vielleicht mit solchen kleinen rituellen Übungen schon anfangen können. Professionalisierung. Sie wissen, dass etwa in der griechischen Mythologie der Gedanke der schöpferischen Hervorbringung und des Umgangs mit dem, was da geschaffen ist, als ein Widerrufen, Zerstören etc. mit ungeheuer Raffinesse dargestellt wurde. Sie kennen das Motiv, der Vater verschlingt die Kinder. Ja, das Auffressen dessen, was ich gezeugt habe. In der Genealogie der griechischen Welt ist es ja geradezu ein Wettlauf um die Frage, auf welcher Weise entgeht ein Schöpfer den Konsequenzen seiner Geschöpfe. Nämlich die Söhne, die er selber geschaffen hat, geben ihn an die Gurgel. Ja, das ist der Zusammenhang. Also haben sich die Griechen überlegt, auf welche Weise sie mit diesem Gedanken fertig werden. Hier ist das Geheimnis. Sie wissen, die bedeutendste Erzählung dieser Art
war, Zeus hatte schon die Erfahrung von Gaia und Kronos, von den Titanen, also die Vorgängergeschlechten. Die Götter übernahmen ja erst in der vierten Generation die Welt. Vorher herrschten andere Kräfte. Zeus hat eine grundsätzliche Überlegung angestellt. Wenn ich vermeiden will, als Chefgott, dass ein von mir gezeugter Mensch, Gott, was immer, Artefakt, meine Welt, sich gegen mich selber wendet, muss ich verhindern, dass das Ding als Artefakt in die Welt tritt. Was, auf welche Idee kam er? Nicht die Kinder verschlingen etc., sondern er verschlang gleich den Samen selber, der ja die Bedingung der Voraussetzung des Schaffens war. Der Samen sah so aus, wie Sie alle wissen, wie dieser Sternenregen. Samen von Zeus gibt es ja zum Beispiel bei der Dame Danae, die auf dem, nee, wie heißt sie, die den Rock aufmacht und von oben fällt dann, wie heißt sie? Also doch Danae, gut. Manchmal weiß man nicht so recht, wo man ist, ob man noch bei sich ist. In dieser Gestalt, das nennt man griechisch Bios Spermatikos. Ja? Sperma ist heute noch ein Hinweis darauf. Bios Spermatikos ist das Lebensspendende, das durch seine Wirkung einen bestimmten Prozess in Gang setzt. Beim Mann also die Befruchtung der Eizelle und damit das Entstehen des Nachwuchses, der dann wieder droht, den Vatergott zu verschlingen. Was macht Zeus? Er kauft sich so ein Tütchen Kelloggs, wie Sie das auch jetzt machen können, und fängt an, den Samen selber zu verschlingen. Im Gedanken an dann, was will ich da eigentlich tun? Ich will verhindern, dass ich selber Opfer meiner eigenen Schöpfung werde. Das ist die westliche Problematik, das ist demnächst die Problematik der ganzen Welt. Wir werden Opfer unserer eigenen ununterbrochenen schöpferischen Lust der Entwicklung. Die Welt ist voll, wir werden erstickt, etc. Er frisst Kellogg, Bios Spermatikos. Das Schöne ist, dass hier das draufsteht. Es sei rein biologisch angebaut, ja, und hätte eigentlich eine Wirkung durch die Steuerung des Bewusstseins des Essers. Denn wer morgens das isst, ist gesund, damit gerechtfertigt. Ja? Wenn es gesund ist, können Sie auch ein bisschen schlingen und ein bisschen über die Stränge hauen. Aber es wird ihm erlaubt. Was kommt da raus? Er frisst den Samen und plötzlich kriegt er Kopfschmerzen. Und nun beginnt diese fantastische Verwandlungsgeschichte. Der Schöpfer in Angst vor den zerstörerischen Konsequenzen seines Eigentuns kriegt über diesen Gedanken rasende Kopfschmerzen. Und er ruft seinen Bruder, den Schmied Hephaistos, und sagt, ich bin der Chef, du bist der jüngere Bruder, du hast mir zu gehorchen, wir leben im Patriarchat, ich befehle dir, diese bösartigen Gedanken, die ich als Furcht und Angst vor den Konsequenzen meiner eigenen Schöpfung habe, mir aus dem Kopf zu ziehen. Was macht er? Der meißelt den Kopf auf, wie der berühmte Kaiserschnitt im Bauchraum, so eben im Kopf, und herauskommt eine Gestalt, die nicht mehr dem metabolischen Wirken unterworfen ist. Sie ist nämlich vollendet. Pallas Athene ist ja nicht erst ein kleines Kind, das dann heranwächst, sozialisiert werden muss, sondern sie ist in voller Rüstung, in voller Entfaltung sofort da und wird dann als die Göttin, die die Kraft zur Vollendung einer Tat, Vollendung gibt. Pallas Athene ist nicht die Dame, die den Schmieden und den Kriegern die Fähigkeit zum handwerklichen Bearbeiten von Metall gibt. Dafür haben wir Apollo und andere Assistenzen. Pallas Athene war dazu da, um folgenden Gedanken zu entwickeln. Wer etwas mit Können hervorbringt, muss die Kraft zur Vollendung haben. Das heißt, er muss wissen, wohin das führt, was er erzeugt. Er muss bis zum Ende den Wirkungszusammenhang erfassen. Den Wirkungszusammenhang oder Verwertungszusammenhang kennen, bis ans Ende. Die Kraft zur Vollendung einer Tat heißt immer, ausgehend von dem, was hervorgebracht wird, sofort das Resultat, wie kommt es wieder aus der Welt, hinzuzubringen. So etwas Ähnliches, solche Pallas Athene produzieren wir heute, wenn wir an Produkten wie Autos oder Flugzeugen oder Laufmaschen aus Kunststoffmaterial, Strumpfhosen, Sollbruchstellen einbauen. Das heißt, dem neuen Ding wird durch die Sollbruchstelle die schon geplante Art der Aufhebung und Zerstörung mitgegeben, dass es erst vollendet ist, wenn es auf die gleiche Weise aus der Welt gebracht wird, wie es reingebracht wird.
Alle Produkte haben heute Sollbruchstelle. Alle haben ein Verfallsdatum aufgestempelt. Das Produkt ist nur noch im Hinblick auf seinen Verfall überhaupt zugelassen. Was ja nichts anderes heißt, als du Produzent, der du hier etwas hervorbringst, musst dafür sorgen, das, was du da produziert hast, auf die gleiche Weise, rückstandsfrei, möglichst ohne große Wirkungen aus der Welt gebracht werden kann. Aber das Tolle an dieser mythologischen Erzählung über das Problem, wie Zeus als oberster Gott es löst, ist ja schon fantastisch, nämlich es bedarf gedanklicher Leistungen. Nicht des bloßen Besamens, des bloßen Zusammenbastelns, des bloßen Herumziehen, Langziehung der Kinder, Erziehung und so weiter. Nicht nur das Kultivare als ein Optimieren, Kultivieren der Trauben, um die Frucht zu optimieren, Getreide zu kultivieren, um den Ertrag zu erhöhen. Das ist es nicht, sondern um ein gedankliches Konzept über den Zusammenhang von Hervorbringen und aus der Welt bringen zustande zu bekommen. Also hängt an allen mythologischen Erzählungen, die wir für die Garantie der Ewigkeit halten, die Götter, die Welt wurde geschaffen, der große Anfangsmythos, das ist das, worauf wir unsere Hoffnung auf Dauer als Kultur setzen, auf Ewigkeit, gibt es gar nicht. Denn die hochentwickelten Programme haben alle das Ende selbst mit drin. Wenn Sie heute sich fragen, warum sich Hitler und ähnliche für die Mythologie der Diebelungen interessierte, warum das in unserer Kulturgeschichte eine schier unglaubliche Wirksamkeit entwickelt, weil jeder, oder das antike Drama, weil jeder weiß, mit dem Anfang ist das Ende gesetzt. Hegel hat nichts anderes entwickelt als diese Philosophie des Zusammenhangs von Anfang, Werden und Ende. Das Großartige an dem Konzept ist eben, dass es nicht eine irgendwie totalitär mit Macht oder Popen oder Kirchen erzwungene Glaubensvorstellung an die Ewigkeit geben kann. Die hält keiner rationalen Überprüfung statt, sondern die faktische Demonstration der Unterwerfung unter das, was schlechthin nicht bemeisterbar ist, also zum Beispiel strahlender Müll oder der Weltmetabolismus, dem man huldigend, wie alles, was Angst macht, zu dienen versucht, um den böswilligen Wirkungen zu entkommen. Mit anderen Worten, es ist eigentlich nur ein lässlicher Irrtum gewesen, zu glauben, dass alle Kulturen darin ihre Sicherheit, Verbindlichkeit und Dauer haben, dass sie erzählen, wie die Welt geschaffen, auf Ewigkeit nach diesen Prinzipien. Es gibt gar keine. Alle Gründungsmythen, auch als Religionen, auch als monotheistische Religionen, sind von dem Akt des Endes. Bei uns ist es die Apokalypse. Ein christlicher Glaube ohne die verbindliche Orientierung auf die Apokalypse als Voraussetzung der Wiederkehr Christi gibt es gar nicht. Es gibt es ebenso wenig im Judentum, ebenso wenig im Islam als Hochreligion, weder bei Buddhisten, Hinduisten, wo sie hingucken. Mit anderen Worten, es hat bisher immer schon gegolten, die verbindliche Orientierung auf die Dauer des Chaos, des Mülls, der unglaublichen strahlenden Gefahr, der Unbeherrschbarkeit, die man nur durch Containment, Kulturcontainment, Zementcontainment, Ritualcontainment Herr werden kann, um die Gefahr zu vermeiden. Diese Erzählungen sind deswegen so faszinierend, weil sie diese Umorientierung von uns eigentlich allen verlangen. Mit anderen Worten, die Religionen als Zentren aller Kulturen sind eigentlich nichts anderes als die Vorbereitung auf die notwendige Tatsache des großen Metabolismus, der an jedem Individuum, an jedem Leben wirkt, also der Notwendigkeit des individuellen Vermüllens als Tod, wie aber auch der kulturellen oder eben sogar der Natur, das heißt innerhalb von unseren Vorstellungen von einzelnen kosmischen Einheiten wie Sonnensystemen und Ähnlichem, deren Schicksal man ziemlich genau kennt. Das muss man akzeptieren und dann wird man diese Anforderung an den Professionalismus heutiger Patienten, Konsumenten und Wähler erkennen. Nämlich das Bestehen darauf, dass angesichts dieser Dimension, 15.000 Jahre Halbwertszeit, das ganze Getue, das sich hier in Rentengesetzgebung oder andere Feinheiten richtet, lächerlich ist. Das heißt, den Dienst an den wirklich verbindlichen Auffassungen leisten wir auf der Ebene der Vermüllung, auf der Ebene der metabolistischen Verwandlungsbereitschaft, die wir selber zeigen. Aber von daher kommt die Autorität. Wir bleiben auf Dauer, aber nur als Müll.
Eine Kultur überlebt als Dauer, gesichert durch Archäologen, nur durch Scherben. Eine andere Form des Überlebens als in Scherben, Ruinen, Fragmenten gibt es nicht. Und Sie sehen, wie großartig sich das durchgesetzt hat. Als 1505 Michelangelo vor die ausgebuddelte Skulptur des Laokoon, dieses Priesters aus Troja, mit seinen beiden Söhnen vor dem Altar, die Schlange kommt, kennen Sie, geführt wurde, vor dieser Ausgrabe geführt wurde, hat er, wie alle anderen, versucht, als genialer Bildhauer, die überlieferten Fragmente oder Ruinen zu ergänzen, sie also zurückzuverwandeln, als wären sie das eigentliche Artefakt. Und schon damals, nicht erst bei Arno Breker, hat sich herausgestellt, dass griechische oder römische oder hethitische oder ägyptische oder zwei Stromland-Kulturzeugnisse für uns nur als Ruinen sprechen sind. Jede Rekonstruktion einer antiken Statue, selbst wenn ein Meister wie Michelangelo es machte, erzeugt nichts als Kitsch, als banale Abwehr jeder Art von Sinnhaftigkeit, die die Skulptur ja nur als Ruine trägt. Mit anderen Worten, was die Konsumristen kennen, jetzt können, müssen und vorher nur einzelne Künstler konnten, zu verstehen, dass das, was wir wirklich hervorbringen, ja nicht hier die heile Welt des so Geschaffenen und Gewollten ist und da der Müllhaufen, sondern Artefakte, die zu den Menschen sprechen, sind aus ihrer inneren Logik heraus immer schon Ruinen. Denn nur die Ruine ist ein Objektcharakter, der die uneinholbare Differenz zwischen dem, was wir begrifflich fassen und denken können, was naturgesetzlich wirkt etc. und dem, was sich hier realisiert, ausdrückt. Es gibt keine platte Übereinstimmung zwischen den Bedürfnissen auf Sinnhaftigkeit, auf begriffliche Schärfe, auf Verbindlichkeit, Offenbartheit etc. und der Realisation dieses Prinzips in den Artefakten. Es gibt nur die Vermittlung in der Ruine. Die Ruine selbst, das müssen Sie sich merken, die Objekte, die wir schaffen, sind selbst nichts anderes als das Zwischenstück, die Vorhölle, das Zwischenreich zwischen der Sphäre des absoluten, gedanklichen, begrifflichen, ideellen und etc. und dem je nur in momenthafter Repräsentation, auch als Inkarnation oder Repräsentation gegebenen Artefakt. Mit anderen Worten, die Artefakte sind gar nicht diese vollendeten Großartigkeiten mit der Dimension, etwas ist vollendet, wenn man ihm weder was hinzufügen noch ab und all diesen schönen Schwatzhaftigkeiten. Das große Beispiel für den Konsumismus, unsere vorläufige Tempelorientierung, ist der englische Garten. In den englischen Garten bauten die Architekten des 18. Jahrhunderts aus völlig neuem Material, mit völlig neuem Geld, Ruinen. Sie wären nicht im Traum darauf gekommen, etwa einen römischen Tempel zu rekonstruieren, als Rekonstruktion da reinzustellen. Da haben sie ihre eigenen entworfen. Das war auch richtig. Aber sie haben den Verweis auf das, was unerreichbar ist, entweder in der noch nicht oder der nicht mehr Gegebenheit, indem sie völlig neu, aus neuem Material, das Artefakt der Ruine geschaffen haben. Die Ruine ist in jedem englischen Park, das ist ja nichts anderes als ein Erkenntniszoo, ein Menschenzoo, der im 18. Jahrhundert in England, in Frankreich, in Deutschland mit großer pädagogischer Werbe, heute noch in Wörlitz zu sehen, gewirkt hat, von der Schülererziehung über die Agrikultur, über die Ausbildung von Handelspartnerschaften und Ähnliches wirkte. Sie müssen sich also vorstellen, dass das, was wir hier sozusagen kaufen, als die Versicherung, dies ist, was da drin steht, von vornherein ja nicht stimmen kann, denn jeder hat die Erfahrung, was draußen draufsteht als Bild, muss immer different zu dem sein, was innen drin ist. Ja, schon alleine die chemische oder substanzielle Beschreibung dessen, was da drin ist, in Gestalt der Cornflakes, die wir da vereinnahmen, muss als eine andere Ebene betrachtet werden, als die, die wir mit etwa dem metabolischen Aneignen durch Essen verbinden. Wir essen niemals die Bilder und wir essen niemals das, was die Bilder repräsentiert, nämlich die Substanz, sondern wir essen immer die Differenz. Und Sie wissen, dass Sie auch geschmacklich als Homo sapiens sapiens, das heißt, es ist nichts anderes als der Mann, der die Fähigkeit hat, das Entscheidende, nämlich die Erzeugung von Differenzen durch Schmecken zu erzeugen, tun. Sie essen immer nur die Differenz zu einer bestimmten Erwartung, zu einer bestimmten Erfahrung. Gulasch muss so schmecken, denn die Mutter hat es schon so gemacht. Oder so, denn in Spanien oder in Ungarn wird es so gemacht. Was Sie essen, ist nie die Erfüllung dessen, was Sie erwarten, sondern immer die Differenz zwischen dem, was Sie je erwarten können, auch selber
herstellen könnten, wenn sie sich großartig anstrengen, und dem, was faktisch gegeben ist. Der Genuss ist gerade der Genuss der Möglichkeit der Abweichung von dem, was im Rezept steht. Ein guter Koch erzeugt die Differenz zwischen der Wörtlichkeit des geoffenbarten Textes der Rezepte und der Realität der Speise. Das ist ja seine Genialität. Sonst könnte jeder Hans Dampf durch das Nachbauen der Rezeptanweisungen ja gute Köche machen. Das gibt es aber nicht. Niemand kann durch das Befolgen von Rezepten gute Gerichte herstellen. Niemand. Andererseits kann man aber ohne die Rezepturen zu kennen auch nichts herstellen. Es ist also tatsächlich wiederum die Darstellung des ruinösen Vermittlungscharakters jedes Mahls. Das drückt sich schon darin aus, dass wir es noch so wunderbar dekoriert auf dem Teller haben und indem wir ihm entsprechendes sofort zerstören. Ja, ist dir schon mal aufgefallen, welche Hemmung man eigentlich hat, loszulegen, wenn es auf dem Teller serviert wird, bis man kapiert, der Sinn der Sache so zu sein, ist ja gerade, dass er aufgehoben wird durch die Aneigung. Als Josef Beuys 1977 seine große Skulptur der Verwaltung auf der Documenta ausstellte, ich habe ja da 68, 72, 77, 82 etc. immer maßgeblich mitgearbeitet, gab es einen Aufstand. Würde nicht die Skulptur von Beuys, die aus diesen 7000 Basaltsteinen bestand, das Kunstwerk Beuys aufgelöst durch seine Wirksamkeit? Er bestand nämlich darauf, dass alle, die die Wirksamkeitsimpulse des Werkes verfolgten, einen Baum zu pflanzen, auch einen Stein daneben stellten. Mit anderen Worten, im Wirksamwerden des Werks war seine eigene Aufhebung gegeben, seine eigene Zerstörung. Das Werk war also von vornherein nur ein ruinöser Vermittlungscharakter zwischen einem gedanklichen Konzept und einer Anleitung auf ein kollektives Handeln im Sinne dieser Bewaldungsmetapher, die er da gewählt hat. Sie müssen Professionalisierung der Konsumenten auffassen als einen Ausweis für die Fähigkeit, das Kaputte zu lieben, das Kaputte, Zerbrochene zu schätzen. Die Fragmente, die Ruinen, wie ein Archäologe, viel höher zu schätzen als alles das, was da vorher je gegeben sein mochte, als das vollendete Ding. Das Leben ist ein Ruinieren, denn je älter sie werden, desto größer wird bei ihnen die Differenz zwischen dem, was ihr Leben wirklich geworden ist und dem, was es hätte sein können. Und sie leben immer mehr von der Differenz zwischen den Möglichkeitsformen und den Wirklichkeitsformen, in denen sie dann wirklich stecken. Sie sind umso reicher. Man wird ihnen nicht sagen, was für ein Idiot, dass er dieses armselige Leben führt. Alle unser Leben sind armselig. Und wenn es der größte Abenteurer wäre, ist es einfach nichts anderes als eine Kette von Albernheiten, riskanten Dämlichkeiten und so fort. Aber er wird sagen, er ist großartig, denn er öffnete sich mit diesen realen Schritten immer größere Möglichkeiten dessen, worauf er sich beziehen konnte. Seine Fähigkeit, sich vorzustellen, was Leben sein könnte, wird immer größer, je eingeschränkter er im Hinblick auf seine Realisierung tatsächlich als Erfahrung sich stützen kann. Konsument zu sein, also Profikonsument zu werden, im Hinblick auf diese Anforderung, kultische Verehrung des Mülls, bedeutet, mit archäologischen Befähigungen aus den kleinsten Trümmern und Fragmenten etwas aufzubauen, rückzuschließen, zu entfalten, was in das Reich des Geistes, was in die gereichte Vorstellung von Theologen, Geschichtswissenschaftlern, wie immer, führt, in dem wir tatsächlich ja leben. Wir leben ja nicht in Ziegelsteinen, wir leben in unseren Vorstellungen, wir leben nicht in Kleidern, sondern wir leben in den Bildern, die andere von uns haben und wir möchten, dass sie sie haben, in dem Vergleich dessen, was andere über uns denken sollen und was wir als wirkliche Erfahrung kennenlernen. Wir leben in Konzepten der Möglichkeiten, die aber alle deswegen nur möglich sind, weil sie nicht wirklich werden. Wir leben unter dem Druck unserer Wünsche, aber wehe, ein Wunsch wird erfüllt. Die Erfüllung eines Wunsches ist sein Untergang, sein Tod. Es muss also dafür gesorgt werden, dass man unbefriedigt bleibt, dass die Dimension des Imperfekten, so wie Michelangelo das vorgemacht hat mit den Sklaven im Marmor, imperfekt, nicht vollendet, als etwas, was die Möglichkeit andeutet, aber dann nicht weitergeht. Die Figuren stecken in den Marmorblöcken drin und sind ungeheuer produktiv, eigentlich heute das populärste von Michelangelo überhaupt, weil es die Möglichkeit eröffnet dessen, was da hätte rauskommen können, aber nie rausgekommen ist. Wenn Sie so Ihre Einkäufe tätigen, wenn Sie so sich
als Aneignungsvirtuose, als Weltverschlingungsheros betätigen, also als Vernichtungsprotein oder als großer Metaboliker, dann werden sie gerade durch die Art des sozusagen objektiv Unbefriedetseins im Aneigen der Objekte das erreichen, worum es ihnen wirklich geht. Stellen Sie sich vor, es könnte sie jemand befrieden durch das Herstellen solcher Idiotien. Das ist also grässlich. Sie essen es ja schon im Hinblick darauf, das ist alles Müll, taucht alles nicht, ich werde dauernd betrogen, da stimmt ja nichts daran, weder der Preis noch die Substanz, noch die Abbildung, die symbolische Repräsentation, die Inkarnation, die Inkorporation, nichts stimmt daran. Aber das ist eigentlich von ungeheurer Attraktivität. Denn dadurch wird diese optionistische Form, das heißt der Konsumerist als Träger des Möglichkeitssinns, geschult. Alles, was er faktisch macht, ist nur darin bedeutsam, dass es nicht erfüllt, was er will, sondern umgekehrt sein unermessliches Verlangen nach dem Jenseits der Erfüllbarkeit zu stimulieren. Und das ist eine wirklich großartige Aufgabe. Da wird nämlich der Konsumerist sowohl zu einem theologischen Moralphilosophen, da wird er zu einem Ästhetiker, da wird er zu einem politisch verantwortlich Handelnden, da wird er zu einem soziologisch interessierten Wesen, das jenseits eben der bloßen Tatsache, dass er wie alles andere Geschaffene auf Welt nur Müll auf Abruf ist, nur Chaos in der Vorform, in der Vorform. Ein Einwand, wie gesagt, dass der Papst uns jetzt diesen Hinweis auf das Vor, auf das Erproben, auf das erstmal reingehen und wieder rauskommen, nicht gleich in die Hölle, sondern zurückkehren zu können, wie die großen Kulturheroen es gemacht hat, uns nimmt, indem er sagt, es gibt die Vorhölle nicht. Man ist immer schon mittendrin. Und das heißt natürlich auch in gewisser Weise, man kann gar nichts lernen. Man kann nicht lernen zu leben, man ist immer schon drin. Man kann nicht warten, bis man die Welt versteht, um dann das Richtige zu tun. Sondern man steckt schon in der prinzipiellen Unerkennbarkeit, in der prinzipiellen Unbeherrschbarkeit der Weltverhältnisse, muss sich in ihnen bewegen. Man kann nicht aufs Verstehen warten, bevor man lebt. Wer wartet darauf, diesen ganzen Irrsinn verstehen zu wollen, bevor er loslegen kann, als geklärter, aufgeklärter, gottesfürchtiger oder ewigkeitsverpflichteter Mensch, geht sehr schnell zugrunde an psychischen Überforderungen. Das hält kein Mensch aus. Sie müssen sich also, das ist die große Dimension des Konsumerismus, mit der bloßen Kommunikation, das heißt der bloßen äußerlichen Verbindungssphäre zufrieden geben. Alles andere müssen Sie selber leisten. Nichts verstehen, keine Versicherung, keine Übereinstimmung, kein großer Papst, der sagt, ja, so ist es, kein Oberwissenschaftler, der sagt, das ist die Weltformel, etc. Die wahren Heroen der kulturellen Entfaltung der modernen Gesellschaften sind nicht die Giganten der Industrie, sind nicht die Künstler mit ihren Romanen, sind nicht die Bildhauer, die Architekten, sondern es sind deren Adressaten, die ja gerade durch die Großartigkeiten dessen, was da intendiert wird, eigentlich schon, also ich meine, aus der einen Sicht ihrer verschwindenden Kleinheit zugrunde gehen müssten. Wieso nähert man sich solcher Großartigkeit, wenn das Resultat ist die Selbstaufhebung als winzige Unbedeutendheit? Umgekehrt, das große Pathos der Nihilisten, das große Pathos der Relativisten, das große Pathos aller derer, die ohne die Hilfestellung solcher wahnhaften Annahmen wie der Gott stiftet die Ewigkeit auskommen können, ist ja gerade, dass sie die Sicherheit haben, die Ewigkeit des Bestandes als Müll, als vermülltes Endprodukt mit gefährlicher Strahlung darzustellen. Nun mögen Sie sagen, das ist nur beim atomarstrahlenden Müll gefährlich, bei den anderen nicht. Sie wissen, was die Archäologen uns sagen, wie gefährlich es war, etwa für Totalitaristen, für Fundamentalisten, für Faschisten, sich auf bestimmte historische Rekonstruktionen einzulassen, bloß weil Archäologen oder Kulturwissenschaftler ihnen die Chance dazu boten. Die Ableitung von wir sind Nachfahren der alten Germanen oder wir sind Nachfolgen der alten Römer sind ja ein abschreckendes Beispiel für solche Möglichkeiten. Der wahre Heroismus des kulturschöpferischen, das heißt eben des schöpferisch-zerstörerischen Menschen oder des zerstörerisch-schöpferischen Menschen, der diese pallas-athenische Einheit des Gelingens von Anfangen und Enden darstellt, ist das, worauf es ankommt. Deswegen entdeckten die Dramatiker im 4. vorchristlichen Jahrhundert, da war es schon entdeckt, sagen wir im 5., so ungefähr ab Aischylos, Euripides, Sophokles etc., entdeckten,
dass ein Artefakt etwa als Bühnenstück, als Literatur, nur dann eines ist, wenn es aus dem Beginnen, aus dem Anfangen, einen Entwicklungsschritt auf das Ende hin in sich selbst logisch entfaltet, als unabhinbare, natürliche Dynamik, also als für den Menschen tragische Unterwerfung unter ein Geschehen, das er kennt und doch nicht akzeptieren will. Seit es das nicht mehr gibt, seit Bodo Strauß sagt, Beginnlosigkeit, haben wir auch kein Ende mehr. Und da, wo kein Ende ist, ist auch kein Anfang. Es ist also ganz eindeutig, dass wir jetzt mit den großen Diskussionen des Endes, Klimakatastrophen, den großen apokalyptischen Visionen, eigentlich meinen, wir möchten wieder in einen Anfang. Es muss wieder eine Möglichkeit geben, einen fixierten Beginn als Verbindlichkeitsstiftung auf ein Ende hin zu entwickeln. Das alles steht Ihnen bevor, wenn Sie die Schulung durch Fräulein Dr. Stefanie Senge und ihre Truppe im konsumeristischen Professionalismus hinter sich gebracht haben werden. Aber es lohnt sich, das Leben wird ungeheuer reich, wenn es tatsächlich aus den Optionen heraus und nicht aus den Abweichungen in der Realität, aus dem schmählichen Verrat in dem, was tatsächlich der Markt diktiert, dargestellt wird. Wenn Sie beim Suppenrühren wissen, ich schaffe jetzt in kosmischen Dimensionen einen Sternennebel aus den kleinen Zutaten, die meine Kinderchen gleich verschlingen werden. Wenn Sie sich sozusagen poetisch aufladen können, das nennt man in Deutschland seit 1800 romantisieren, wenn es Ihnen gelingt, diese Normalität des Alltags, diese alltäglich banalen, belanglosen Vorgänge in solche Zusammenhänge einzubringen, das heißt in Möglichkeitsdimensionen der Welterklärung, der Weltschöpfung, der Mythologien, dann ist Ihr Leben am Ziel, nämlich solcher blühenden Sinnhaftigkeit und blühenden Reichtum. Und selbst wenn der Unsinn blüht, ist es immer noch mehr, als wenn das Gehirn leer bleibt. Man muss sich natürlich im Produzieren von Unsinn betätigen, um allein die Differenz herauszufinden. Ja? Mit Dada lernten die Poeten, Unsinn zu produzieren, zu schätzen. Aber nicht als etwas Idiotisches, sondern als prinzipiell Notwendiges, um die Bedingung der Konstruktion von Sinn darzustellen. Bei Watzlawick lernten sie, dass es überhaupt prinzipiell nichts gibt, was der Sinnhaftigkeit nicht unterliegt. Das automatische Schreiben bei den Surrealisten oder wie auch immer, es läuft am Ende darauf hinaus, dass sie es nicht vermeiden können, mit allem, was sie tun, wenn sie menschliches Verlangen äußern, die Eröffnung einer Sinnhaftigkeit verbinden. Egal auf welche Weise. Und der reichste, differenzierteste Sinn ist natürlich beim Archäologen in der Entfaltung der Aussagen einer Scherbe, eines kleinen Müllstücks zu erkennen. Werden Sie also gute Archäologen Ihrer eigenen alltäglichen konsumeristischen Aktivitäten, werden Sie Profis der Müllverehrung und Sie werden sehen, dass Sie spielend mit jedem dieser Großstifter, Dichter genannt, Künstler genannt, Staatenlenker, Religionsstifter aufnehmen können. Und Sie wissen, dass Sie wenigstens fünffach allen überlegen sind. Sie operieren mit 15.000 Jahren Halbwertszeit, während die Kulturheroen der Juden, der Chinesen, der Christen oder wem auch immer ist bestenfalls, weil Christen eh nur 2000 Jahre, bestenfalls auf 3.000 oder 4.000 Jahre bringen. Das ist eine ungeheure Erleichterung. Nur wer sich auf diese Weise an die Bedingungen der Spielregeln hält, nämlich die große natürliche Gesetzmäßigkeit des ewigen Wandels als Metabolismus, der kann innerhalb dieses Vorgangs sich aus der beklagenswerten Rolle eines armen Opfers, eines armen Krüppels von Betrügern befreien. Solange die Konsumenten noch glauben, sie würden von den Unternehmern betrogen, sie würden von der Werbung hinters Licht geführt, kann man sie nicht ernst nehmen. Jeder von ihnen weiß, dass das Produkt, wie es auf der Verpackung dargestellt ist, nicht das Geringste zu tun hat mit dem, was in der Verpackung drin ist. Wenn sie so blöd wären, anzunehmen, dass es da eine Relation der Identität gäbe, dann muss man das ihren eigenen fehlenden Leistungsvermögen zuschreiben und so fort. Das gehört zur Einsicht eines modernen zeitgenössischen Bürgers, der die Pflicht der der Parallelaktion zu den schöpferischen Großkulten aufnimmt, nämlich die Pflicht zur Zerstörung auf sich nimmt, in einer Dimension ansiedelt, die jenseits Mao, Pol Pot, Stalinismus, Hitlerismus liegt. Und dann wissen Sie, was Hannah Arendt gemeint hat mit der Banalität der Verhältnisse von großartiger
diktatorischer Produktion von Weltverbindlichkeiten auf der einen Seite und der Banalität des Bösen auf der anderen Seite. Diese Einheit von hervorbringen und aus der Welt bringen, das ist der Kern der ganzen Geschichte, das ist die Bestimmbarkeit alles dessen, was sie tun, was sie erleben. Sie erleben alles nur sinnhaft, wenn sie wissen, es geht zu Ende. Diese Liebe geht zu Ende, dieser Tag geht zu Ende, dieser Augenblick, ein Tag so wunderbar wie heute, sollte ewig stehen, ist eben nicht ewig und das gibt ihm die sinnhafte Erschließung als ein bewältigbares, ein selber bewältigbares Ereignis. Danke schön.